wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geistjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries neu entwickelten christlichen Po-Yoga. Wow, ich habe heute einen Termin bei Serge für Po-Yoga in der Knabenschule. Gott, ich kann mich da so wunderschön stretchen. Das ist mein Apfelhintern. Der sieht ja zum Anbeißen aus, Pater Johnson. Da kannst du nicht widerstehen. Po-Yoga hält die Backen fit mit Serge. Alter, was? Po-Yoga mit Serge? Aber das R ist stumm, oder? Aber keine wie die Leute Ahnung. Das heutzutage abkürzen. Ich meine, es hat sich ja aus dem Lumbumbo-Po-Yoga, hat sich das ja entwickelt. Ach, das ist eine weiterentwickelte Form von Lumbumbo-Po-Yoga. Ja, yeah, Lumbumbo-Po-Yoga. Und jetzt ist es aber für die coolen Kids halt einfach nur Po-Yoga, ne? So, naja, klar. Aber das ist auch kulturelle Aneignung, ne? Dann, ich meine, nee. Ist es ja, ist es nicht Kreis Industries, aus... Nein. Kreis wir Industries haben da bei Kreis Industries keine Probleme mit. Ja, aber auch kulturübergreifend Raum, da sagst du immer. Kreis Industries mehr oder weniger ja die Urkultur der gesamten Menschheit ist. Also du sagst, Kreis Industries hat eigentlich so ziemlich alles, was du heute in der modernen Welt verwendest, quasi ja, miterfunden. Mindestens. Als der erste Molch damals das Wasser verlassen hat. Hat dann Kreis Industries Arbeitsvertrag bekommen. Da hat er gesagt, ich trage das Logo mit Stolz auf meiner Brust. Hier ist ein Blutfleck, habe ich gefunden. Na schön, das ist ein stolzer Blutfleck, oder? Ja, Stolz und Bluturteil. Stolz und Blut. Neue Alter, der Serie. Er schmeißt sie mit Kissen, aber er hinterlässt keinen Airspam hier. Er hat, das ist ja sonst mal so. Er hat einen Schädel ins Notizblöckchen reingekritzelt. Der ejakuliert so fein, dass es nur so eine Sprühwolke ist, die ich mit diesem Messgerät hier messen kann. Ja, das ist ein ganz... Du siehst das nicht, aber du hast es trotzdem im du Mund. Du hast es geschmeckt. Also man schmeckt es, aber man sieht es nicht. Ja, man denkt sich, salzige Seeluft könnte sein, aber nirgendwo ist hier in der Nähe irgendwie ein Meer. Also muss es was anderes sein. Das Fischermanns Wind nennt man es auch, hier, ne? Oh, hier, 871. Hier auf dem Klo ist das Fischermanns Nasenwind, Das Fischermanns Nasenwind. Hast du irgendwo ein Voodoo-Bub gesehen? Nee, noch nicht. Oh, ein frisches Bubble. Das könnte ein Traumverschlinger oder ein Clown sein. Ajo, händische Bubble gesang. Alter, er ist hier vorhin durchgeflogen, aber jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Was haben wir denn noch alles an Questos? Machen Sie ein Foto von einem Geisterangriff. Das Foto des Gespenstes machen. Mit dem Gespenst per Rundfunk sprechen. Alle Kerzen im Haus anzünden. Leute. So, warte. Wir haben Blutflecke. Wir haben Schädel. Schädel. Schädel und wir haben 871, also 500 bis 1000. Aber ich hab keine Puppe. Da oben ist der Geist. Wo? Okay. Oh. Oben beim Ritualspot. Oh, der ist blau. Der ist blau. Der ist sehr blau, ja. Also Minus, das ist ein Traumverschlinger. Das ist ein klassischer Tallahassee-Traumverschlinger. Hessischer Traumverschlinger ist das, du. Der hessische Traumverschlinger habe ich geträumt, du. Wo ich am Buffet gegessen. Am Buffet gegessen. Gestern hin schon. Mal. Am Buffet gegessen. Also blau ich ist... Ich habe noch keine Puppe, nichts. Nee. Blau ist doch dann minus 5. Lila wäre doch das ganze. Nee, ist er lila? Nein, nein, lila ist das mittlere. Lila ist das mittlere. Sicher? Ja. Wenn es lila ist, wenn es blau ist, blau oder lila? Ja, doch, doch. Aber, nee, blau. Ja, blau. Das ist das ganz unten. Nimm dir das Ding in die Hand, dann siehst du ja. Ja. Ja, dann ist er Verschlinger. Aber wie hieß denn der? So, das habe ich noch nicht gesehen. Das kann ich dir nicht sagen. Aber Silber mag er nicht. Hat er mich verschleppt? Ich wollte einen Verschlepper machen.
Nehme ich mir noch mal ein bisschen Salz mit. Alter, ich hab den Ding gefunden. Den Schädel, der ist ja richtig versteckt. Der der Treppe ist der. Schwammbrücke-Tag, weil Schwammbrücke-Tag am Buffet. Schwammbrücke-Tag am Buffet, wenn ich Buffet gesse. Brücke-Tag. Die Wahnsinnige, am Brücke-Tag gehen schon alle hier in den Sauna-Club. Bist du irre, am Brücke-Tag in den Sauna-Club zu gehen? Bist du irre? Am Brücke-Tag. Ich glaub's hackt. Sind alle im Europa-Park gewesen. Schön gedenkt. Brücke-Tag, Europa-Park. Schön gedenkt die Spinne. Schön gedenkt. Auch dieses Wort gedenkt. Ja. Oh. Boah, was war das denn, ey? Fanta 5. Ich krieg die Türen gar nicht auf. Alter, jetzt ist aber hier grob fahrlässig. Ja, der macht einen auf grob. Aber hier mit der Mühle muss es sein, hat er gesagt. Gleich wieder alle genommen. 2-1, also EMF sagt er mir nichts im Moment, ich find, ne? Ich finde hier keine Puppe. Aber noch keinen Namen gefunden. Nee, keine Puppe, kein Name. Der kann auf der Tafel stehen, so ein Name, ne? Ja, oh, hier denn? 3-2. 4-3. Au! Ey, der holt mich jetzt, glaube ich, gleich. Nee, er holt mich. Weiß ich nicht. Nee, er holt dich. Oh, hat mir EMF aus der Hand gehauen. Ich bin ausgange. Wo ist denn dieser blöde Voodoo-Puppen-Spot? Gibt's doch nicht, dass also, der hier nirgendwo ist. Aber EMF ist doch auch eigentlich egal mittlerweile, ne? Weil wir haben ihn ja schon. Rein theoretisch haben wir ihn. Aber wir wissen nicht, was für eine Mood er hat. Wir brauchen seinen Namen. Und die kleine, wo hat er dich angefasst, Puppe? Zeigt mir anhand der Nadel, wo der Geist sich berührt hat. Na, du armer Junge. Da hat er mir Neistore. Hat mich doch gepiekst. Die Drecksau, die dreckig. Gucken, ob er hier irgendwie Bock hat, Signale zu geben. Hat er schon geknurrt? Nee. Du weißt ja auch nie, welche Frequenz das ist. Weißt du was, ich mach jetzt einfach den... Ich rate jetzt einfach. Ich zieh durch. Ja, aber du kannst den Namen ja auch gar nicht finden, ne? Ne, ich kann ihn nicht finden. Ich suche ja die Puppe. Au. Er kommt. Und er ist sehr wütend. Was will er denn? Will er dich? Weiß ich nicht. Wow. Oh, das hat ihn richtig wütend gemacht. Was er hat mich gekillt. Was hast du auf ihn geworfen? Ja, mit einer Ding, mit einer Fackel. Aber mochte er nicht, hat er gesagt. Nee, eine alte Tiki-Fackel, kein Bock drauf. Ich bin tot. Dann muss ich jetzt sammeln gehen. Muss ich jetzt sammeln gehen. Ich muss jetzt mit meinem Beutel. Im Pfälzischen gibt's auch keinen Tee. Ja, alles ja. Beutel. Eidel. Beutelsee unten auch, so in Bayern ist es ja auch, ne? Der Tee ist irgendwas Norddeutsches. Immer ein hartes Tee. Boah, hier geht also. Biene hat mal Zungen gestochen. Weißt du das? A smack on the bee. Ich hab die Biene wieder mit meinem Kelloggs verwechselt. Jetzt hab ich eine geschwollene Zunge. Ich hab die Bienen mit meinem Kelloggs verwechselt. Ja, wer kennt das nicht? Das passiert doch oft. Besonders hier bei uns in der Region. Alter, hier sind die Bubbeln, aber sie fliehen vor dir. Ey, ich hab jetzt oben keinen Namen gefunden, ne? Hast du eine Voodoo-Puppen-Silhouette gefunden? Nee.
Aber die ist ja auch super schwer zu finden, ne? Schon. Oh nein, Red Zoning. Ah, oh, Rotlichtdistrikt macht er wieder hier. Er macht Red Zoning, ja. Was mit der Voodoo-Puppe? Kannst du ja nochmal eine Nadel reinstechen? Weil dann hätte ich sie sogar richtig gehabt. Da wäre sie ohne Interaktion. Ich sehe gerade nichts und bin die hier liegt in quasi vorne beim Thermometer aus so einem Blech. Say my name, say my name. Ja, so ein Traumverschlinger ist fies, weil der geht halt auf Traumbasis. Jetzt macht er hier seine komischen Wahlgesänge. Also hier die Red Zone Gesang. Red Zones. Meine Lieblingsfootballmannschaft, die Red Zones. 69er Rotzonler. Die 69er Rotsocken, das war noch eine Mannschaft. Die 69er Ozonlutscher, das war eine Mannschaft, Alter. Die sind immer mit dem Diesel angerollt. Eine Ozonhasser. Die Ozonhasser-Brigade. Ozonschicht ist eine Lüge. Hier ist der Blutelfleck. Wer Ozonschichten dran glaubt, der wählt auch Hillary. Hey, ich kann nochmal die Nadel reinstechen. Ist nicht gut. Naja. Wow! Alter! Nadel in den Kopf gemacht. Fand er ja nicht gut. Inwiefern? Also inwiefern fand er das nicht gut? Ne, der hat direkt reagiert mit "Ich hasse dich". Jetzt ist die Puppe kaputt, oder was? Ne, dreimal geht's. Man muss eine neue kaufen. Ja, da kannst du dich ja blöd rate. Hä, wo ist die Puppe hin? Die Puppe ist weg. Ist verbrannt. Nee. Da liegt die Maske. Hä? Hat er die weggekickt? Ich höre auch so ein Zscht. Zscht. Ja, die zischt irgendwo noch, die Puppe. Aber das höre ich auch zwischendurch, dieses... Ja, keine Ahnung, das sind Ratten oder so. Brennt die Puppe wirklich? Nein. Nein. Aber ich hole mal noch eine. Ich hab in den Kopf gestochen. Die kostet nur 50. So voll das cheape Ding. Chipedaya Pop. Das cheape Ding, oh. Nee, Alter, ich finde keinen Namen. Keine Ahnung. Puppe liegt da vorne. Ich finde keinen Namen. Das gibt's doch nicht. Ich finde ja auch keine Puppe. Entweder ist es... Hängt es vielleicht direkt hier oder auf einer Schultafel sind die ja oft. Ja, keine Ahnung. War ich hier schon mal drin? Ja. Ja, er wirft die Puppe. Er wirft sie. Ich hab's erraten. Musste wirklich alle falsch haben. Die letzte war richtig. Gequält ist auf jeden Fall schon mal. Ja, Rundfunk haben wir auch noch nix. Ja gut, aber jetzt müssen wir nur noch zwischen Senior und Alt raten. Naja, es ist ein Traumfänger. Das ist doch eigentlich eine uralte Kreatur, oder? So ein Traumverschlinger. Ich mach Alt. Ja, siehst du. Traumverschlinger einmal eins. Das kennt eigentlich quasi jeder, ne? Also. Feuersalz. Das ist jetzt ein Alten, oder was? Das ist ein alter, ledriger Traumverschlinger, ja. Ey, nur Weihwasser schützt, und Feuersalz, und ich laufe hier die ganze Zeit mit normalem Salz. Ja, ich habe ihm auch so eine Cola gegeben, hat er gesagt, nö, ich trinke nur Weihspritz von Kreis Industries. Feuersalz und dann direkt Plasma absorben. Ich hab ich dabei beide. Er sagt, ich trinke nur Weihspritz von Kreis Industries, die Traditionslimonade für christliche. Ein Gespenst per Rundfunk sprechen. Na, hat er nichts gesagt. Der ist ja.
absolut schweigsam. Ja, aber vielleicht kann man ja einfach irgendwo so... Irgendwo hier knutscht jemand eine Ratte. Nein, ich habe mein Weihwasser weggeschmissen. Ah. Ich habe Salz, ich habe Salz. Ja. Der macht irgendwie auf dicke Hose, aber dann kommt irgendwie nichts bei rum, ne? Oh! Hä? Ist einfach durchgegangen, das Salz. Der hat einfach... Zack. Sag mal, Geist, bist du da? Hallo, Geist. Ignoriere das Salz. Wo bist du? Da, da ist er doch. Also vorbeigejoggt. Warum ignorierst du? Warum machst du nichts? Gönn, gönn. Sag mal, gönn, gönn, Geist. Ey, er blockt das Salz. Er blockt das Salz. Kauf du mal ein Salz. Ich habe jetzt schon zwei auf ihn draufgeworfen. Ich krieg's nicht hin. Der hat einfach Feuersalz, so... Ja, Feuersalz. Normal, ja, ja, ja. Der hat einfach so ich blocke gemacht. Einfach Border Crossing auf Block. Was wollte ich noch holen? Achso, ich habe jetzt Feuersalz. Das mag er eh nicht. Ich mal, nein, guck mal, ob der mal Traum gucken mag. Mag schon mal meine Träume gucken? Ne, mag er nicht, mein, bringt er sich um. Mein Träumle gucke. Guck schon mal meine Träumle, nein. Wir haben doch gar keinen Spiegel gefunden, ne? Nee. Guck mal in meinen Traumsäckel. Da ist er doch. Der hat den Ball noch umgekickt. Und hat das Salz gefressen? Nee, ne? Nee, weil er... Oh, ich hab seinen Namen. Toll. Robert Osborn, Er war doch vorhin schon... Also ich hab da vorhin schon... Oh nein, mein Salz. Dein Salz, schnell, gib ihm. Ah, zack. Nice. Muss schon linke Maustaste drücken. Das ist mir durchaus bewusst, aber der hat sie jedes Mal gedodged. Sie hat mal so ein Criss-Cross daraus gemacht. So, in meine Träume mag er nicht reingucken, da brennt er. In meine Träume geht's immer nur um nackte Mädels. Das will doch keiner sehen. Ich will's ja auch nicht. Ich will's ja auch nicht immer sehen, aber... Aber ich kann's nicht anders. So, ich brauch Pillen. Ja. Lass mal Absorber. Nee, ich hab Geist fotografiert, der steht hier drin, aber irgendwie... Brauch Pillen. Hast du Plasma-Absorber dabei? Ist der drin? Ich warte nur, dass ihr mal macht absorbier. Er muss dich da in die Nähe stellen, damit er kommt. Naja, war ich eben, aber der hat gesagt, nee, ich tanze aus. Weil ich habe schon sehr lange Träume berührt von vielen Menschen. Ich war Traumfingerer viele Jahre lang. Also wir haben Schädel und Maske. Ja, ich suche die Dinger jetzt. Warte, wo ist das? Ich brauche aber noch ein Wasser für unterwegs. Kleines, sprudeliges. Ich suche den Spiegel, weil das ist dann der nächste Step. Spiegel ist wahrscheinlich hier in diesem Klassenraum, oder? Ich bin oben. Ja, oder er ist oben, weil hier unten habe ich ihn jetzt nicht gefunden. Hier oben ist die Rose. Lang mir an die Rose. 6 Meter, 5 Meter. Hier ist noch 5 Meter, 4 Meter, 3 Meter, 2 Meter, 1 Meter. Hier muss er irgendwo sein, der Spiegel. Wo ist der? Ach, da! Ich hab oben Rose, Schädel und Maske. Spiegel habe ich gefunden. Da hinten liegt auch noch irgendwas. Eine Taschenuhr, jetzt wird nur noch ein Traumfänger. Aber gerade macht er keine Angriffe. Ich hab den Absorber. Oh, jetzt kommt er wahrscheinlich.
Wo ist der Absorber? Stellen den. Ja, bei mir. Stellen hin. Ja. Wenn er kommt. Ich stell schon hin. Hässlicher Typ! Kriegst meine Träume nicht! So, jetzt mit dem Spiegel anfunken und dann nochmal salzen. Oh nein! Hast du ihn? Ja, Spiegel müsste geklappt haben, oder? Oh, ich bin irgendwie wie gelähmt. Huch, so. Ich habe noch gesalzt. Oh, hat nicht gezählt. Diesmal hat das gehalten in der Hand. Gesagt, keine was Ahnung. Ist das für ein süßer, kleiner Beutel. Schöner kleiner Beidel in der Hand, hat er gesagt. Aber ich habe ihm doch Dings Weihwasser gegeben. Auch ich habe ihm Salz gegeben, hat er in der Hand gehalten und hat sich ins Gesicht gerieben. Kleinen Salzbeidel. Spiegel brauchen wir nicht mehr, ne? Nee, dann Silberbombe und dann geht's schon ab. Jetzt brauchen wir aber noch Ding. Traumfänger. Ist wahrscheinlich der auch fehlt oben. Uns noch. Na, er hat ja oben wieder die Tür zugemacht. Sagst du, kommst nicht die Treppe rauf, du? Du, geil! Nee, doch nicht oben, oder? 9 Meter, 8 Meter, 7 Meter, 6 Meter, 5 Meter, 4 Meter, 3 Meter. 4 Meter, 3 Meter. Na komm, ich stecke hier irgendwie in die Stühle fest wieder. Ein Meter? Ah, hier. Guck mal, er rennt richtig panisch vor mir weg. Er will dieses Salz nicht. Ich hab Salz! Friss mein Salz! Also Traumfänger habe ich auch. Hä? Hat er mich nur geschubst? Aber war kein richtiger Angriff. Also, ich schubs dich. Du bist doof. Oder so hat er nur gemacht. Jetzt bleib doch mal stehen. Ist ihm das normale Salz, oder was? Naja. Oh, hier, guck mal. Schönes Tüdel. Schönes, leckeres Tüdel Salzgäpper. Jetzt Silberbombe. Ach so, Silberbombe noch. Okay. Kaufst du eine oder soll ich noch eine kaufen? Ich habe jetzt schon Pillen geholt. Ich kauf mal eine Silberbombe. Dann die Dülch. Und den Chokeball. Dann geht's ab. Können wir nicht nochmal über... Wo ist denn der Spiegel jetzt hin? Keine Ahnung, den hast du in der Hand. Ja, ich habe den irgendwo hingeschmissen, aber ich weiß nicht wo. Ich weiß doch auch nicht, was du damit treibst. Ja, wo ist mein Suchgerät jetzt Keine hin? Ahnung, weiß ich auch nicht. Hä? Ach, da. Den oben irgendwo hingeworfen wieder. Geist, jetzt komm mal her. Immer diese Ratte, die irgendwie so. So eine Bussi-Ratte hier. Ich nehme die Silberbombe. Er ist ein bisschen shy. Der hat gerade eben mit einer Schachtel geworfen. Da ist er. Stell ich mal so in ihn rein und dann wird er wütend. Ja. Okay, schnapp dir die Items. Okay, ich nehme Schädel. Ich hab Maske und Rose. Kann die Uhr nicht aufheben. Traumfänger! Ich hab die Uhr. Hier liegt die Maske jetzt dafür. Kann ich nicht aufheben. Bist verbuggt oder was? Ja, Schädel ist verbuggt wahrscheinlich oder so.
Ich hab die Maske, dann schmeiß alles hin, wenn du nichts machen kannst, oder? Ich kann nur den Schädel, ich hab eh nur den Schädel. Hose? Jetzt nur noch hier drüben auf der Seite, Achtung, kommt seine Maske. Nein, nee, Schädel. Ja, sorry. Ich dachte auch schon, ey, ich bin doch eigentlich immer als erstes dran. Was soll denn das? Was soll dann das? Bengel. Sehr, hast du Traumverschlinger, ne? Ja, brauchst keine Augen, um Träume zu fressen, offensichtlich. Nö. Ja, nö. Er ist auch nur so ein alter Gequälter gewesen. Der ist eigentlich schon kurz vor der Rente. Ui, oh, ich habe auch jetzt Level 20 erreicht. Jetzt kannst du endlich auch High Upper Class Premium Geister aus der Münchner Schickeria jagen. Ja. Gut, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.